Aber die höhere Stufe zu erreichen, hat mit was zu tun? Hat mit Mujahadatu Nafs zu tun, hat sich selber anzustrengen zu tun. So wie zum Beispiel, jetzt hatten wir die Fußball-WM, um das als Beispiel zu nehmen. Die Fußballspieler, die dort erfolgreich waren, alle Male, sind 100% Leute, die ihr ganzes Leben schon sehr hart am Trainieren sind. Deswegen haben die halt in ihrem Sport eine gewisse Stufe erreicht. Die mussten manchmal zum Training gehen, auch wenn sie müde waren. Die mussten manchmal aufstehen morgens und joggen oder was weiß ich, Trainingseinheit machen, auch wenn sie keinen Bock hatten oder verletzt waren. Oder mussten sich von bestimmten Mahlzeiten enthalten, weil sie dadurch zu dick werden. Das heißt, die mussten ihr Leben dafür umstellen. Wenn wir zu Awliyaullah gehören wollen, dann müssen wir uns auch anstrengen. Dann müssen wir auch mal nachts stehen, und auch wenn wir müde sind. Auch wenn es kalt ist. Da müssen wir uns überwinden. Da müssen wir sagen, das ist es wert. Warum? Was ist der Preis dafür? Was sagt er? وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَكَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Und der Diener nähert sich mir dann weiter mit Nawafil, mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي. Dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört. Und sein Sehen, mit dem er sieht. Und seine Hand, mit der er greift. Und sein Fuß, mit dem er geht. Natürlich, unsere Hand ist erschaffen, Allah ist nicht erschaffen. Unser Fuß ist erschaffen, Allah ist nicht erschaffen. Das heißt, hiermit ist gemeint, dass Allah deine Hände leitet, dass Allah deine Füße leitet, dass Allah deine Augen leitet. Das heißt, wenn du die ganze Zeit oder wenn wir die ganze Zeit nur Muharramat, verbotene Sachen anschauen, das ist ein schlechtes Zeichen, möge Allah uns bewahren. Wenn wir nur zu verbotenen Sachen zuhören, ist es ein schlechtes Zeichen, möge Allah uns bewahren. Weil das zeigt, dass wir diese Stufe noch nicht erreicht haben. Allah sagt im Koran, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنُوا فِي قُلُوبِكُمْ. Aber Allah hat euch den Iman lieb gemacht und hat ihn in euren Herzen schön gemacht. وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوكُ وَالْإِسْيَانُ. Und hat den Kufr, den Fusuk, die Frevelei und die Übertretung in eurem Herzen schändlich gemacht. Verabscheuenswürdig gemacht. كن متأدباً